segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Yevarechecha Yahweh v'yishmerecha Ya'er Yahweh panayif eleicha v'ichu neka Yisa Yahweh panayif eleicha v'yasem Lecha Shalom. Amen. Shalom, Salam und der Friede des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wir fahren heute weiter in der Apostelgeschichte ab dem Kapitel 16. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau. Amen. Aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe. Amen. Und er nahm und beschnitt ihn. Um der Juden willen, die in jenen Orten waren. Denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Amen. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu, wurden täglich überreich an Zahl. Amen. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren. Das Wort in Asien, gemeint ist der westliche Teil Kleinasiens, die römische Provinz Asia. Zuweilen wurde auch nur der südwestliche Teil Kleinasiens darunter verstanden, also die heutige Türkei. Nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren. Das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber
an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Amen. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir, sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Amen. Vers 11. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. Eine Kolonie war eine Stadt mit römischem Bürgerrecht. Zum Teil waren hier ausgediente Soldaten angesiedelt. Vers 12. Weiter. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. In Orten, in denen die Juden keine Synagoge besaßen, trafen sie sich an einer bestimmten Gebetsstätte. Hier am Fluss, wahrscheinlich im Blick auf die Reinigungsgebote. Da wir eine Gebetsstätte vermuteten und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren, und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete. Amen. Hörte zu. Hörte zu. Hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr. Amen. Dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte: Wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, dass ich dem Herrn treu sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt.
und sie nötigte uns. Amen. Vers 16. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Weissagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch einen Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, ausgefahren war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Gemeint ist die oberste Behörde der Stadt. Und sie führten sie zu den Hauptleuten. Wörtlich Strategen. So wurden im griechischen Bereich zuweilen die beiden Prätoren genannt, die als oberste Beamte einer Kolonie vorstanden. Vergleiche Anmerkung zu Vers 12. Eine Kolonie war eine Stadt mit römischem Bürgerrecht. Zum Teil waren hier ausgediente Soldaten angesiedelt. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Amen. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Und die Gefangenen
hörten ihnen zu. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Amen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich. Amen. Einen Einschub hier auf Josua. Denn diese Situation erinnert an den Zerbruch von Jericho, als das Volk Israel über den Jordan ging und die Grundfesten Jerichos durch den Herrn einbrachen. Josua, Kapitel 6. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Da sprach der Herr zu Jehoshua: Siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es 6 Tage lang machen. Und 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade hertragen. Aber am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt herumziehen. Und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Amen. Und es soll geschehen, wenn man das Widderhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Amen. Und Jehoshua, der Sohn des Nun, rief die Priester und sagte zu ihnen: Hebt die Bundeslade auf, und 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade des Herrn tragen. Amen. Zum Volk sagte er: Macht euch auf
und zieht um die Stadt. Die Gerüsteten aber sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Und es geschah, als Jehoshua, der Sohn des Nun, zum Volk geredet hatte, da machten sich die sieben Priester auf. Amen. Die die sieben Widder vor dem Herrn hertrugen und stießen in die Hörner. Und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen. Amen. Die stießen. Die Gerüsteten zogen vor den Priestern her, die in die Hörner stießen. Und die Nachhut des Zuges folgte der Lade, wobei man immerfort in die Hörner stieß. Amen. Dem Volk aber hatte Jehoshua befohlen, ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben und eure Stimme nicht hören lassen. Kein Wort soll aus eurem Mund kommen bis zu dem Tag, an dem ich zu euch sagen werde, erhebt das Kriegsgeschrei. Amen. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. Amen. So zog die Lade des Herrn um die Stadt. Amen. Einmal rings um sie her, und sie kamen wieder ins Lager und übernachteten im Lager. Und früh am Morgen machte sich Jehoshua auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn, und die sieben Priester, die die sieben Widder vor der Lade des Herrn hertrugen, stießen im Gehen immerfort in die Hörner. Die Gerüsteten zogen vor ihnen her, während die Nachhut des Zuges
hinter der Lade des Herrn folgte. Amen. Wobei man immerfort in die Hörner stieß. Amen. So zogen sie auch am zweiten Tag nur einmal um die Stadt. Amen. Dann kehrten sie zum Lager zurück. Amen. So taten sie es 6 Tage lang. Amen. Und es geschah am 7. Tag. Amen. Da machten sie sich früh auf, beim Aufgang der Morgenröte, und zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Amen. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Und es geschah beim 7. Mal. Da stießen die Priester in die und Jehoshua sagte zum Volk: Erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Amen. Und die Stadt selbst und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Amen. Dem Herrn ein Bann werden. Amen. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben. Sie und alle, die bei ihr im Haus sind, weil sie die Boten versteckte. Amen. Amen. Die wir ausgesandt hatten. Ihr jedoch sollt euch vor dem Gebannten hüten, damit ihr nicht an anderen den Bann vollstreckt, selbst aber etwas von dem Gebannten nehmt und das Lager Israels zum Bann macht und es ins Unglück bringt. Alles Silber und Gold, sowie die bronzenen und eisernen Geräte, sollen dem Herrn heilig sein. Amen. In den Schatz des Herrn soll es kommen. Da erhob das Volk das Kriegsgeschrei, und sie stießen in die Hörner. Da erhob das Volk
Und es geschah, als das Volk den Schall der Hörner hörte, da erhob das Volk ein großes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich zusammen. Und das Volk stieg in die Stadt, ein jeder gerade vor sich hin. Und sie nahmen die Stadt ein. Und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, an Mann und Frau, an Alt und Jung, an Rind, Schaf und Esel, mit der Schärfe des Schwertes. Zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten, sagte Jehoshua: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau so wie alles, was zu ihr gehört, von dort heraus, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und ihre Brüder und alles, was zu ihr gehörte, hinaus. Alle ihre Verwandten führten sie hinaus. Sie brachten sie außerhalb des Lagers Israel unter. Die Stadt aber und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Das Silber jedoch und das Gold und die bronzenen und eisernen Geräte legten sie in den Schatz des Hauses des Herrn. Amen. So ließ Jehoshua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Amen. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag. Amen. Weil sie die Boten, die Gesandten versteckte. Amen. Die Jehoshua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Amen. So ließ Jehoshua damals schwören, verflucht vor dem Herrn, sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder aufbauen wird.
bauen wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten ihre Tore einsetzen. Und der Herr war mit Jehoshua. Und die Kunde von ihm verbreitete sich durch das ganze Land. Amen. So viel von dem Einschub als Jehoshua, Josua, Jesus, der Sohn des Nun, die Türme Jerichos zum Einstürzen brachte. Amen. Wir gehen wieder zurück zum Text, als Paulus und Silas im Kerker eingesperrt waren. Ich lese nochmals vom Vers 25 ab dem Kapitel 16, im Kapitel 16. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott. Amen. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Amen. Ein Einschub von mir bezüglich der Gefangenen. Wer ist ein Gefangener? Wer ist ein Sklave, wenn nicht der, der den Herrn Jesus Christus nicht angenommen hat? Amen. Weiter im Text, Vers 26. Amen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Amen. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte, ein Einschub von mir. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Amen. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte. Noch ein Einschub von mir. Wachet, wachet, Brüder, wachet und wartet alle Zeit und harret aus auf den Herrn Jesus Christus, denn er kann alle Zeit, zu jeder Zeit uns holen für die Entrückung der weltweiten Christengemeinde. Gelobet seist du, Herr Jesus Christus, und gepriesen sollst du heißen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du, der du bist der Einzige, der wahrhaftige Sohn Gottes des Höchsten. Amen. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Amen. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte, aus dem Schlaf aufwachte. Und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen.
Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Amen. Er aber forderte Licht und sprang hinein. Amen. Er forderte Licht und sprang hinein. Ein Einschub von mir. Der Kerkermeister, als er dieses sah, forderte Licht. Er braucht Licht. Der Mensch braucht Licht, um zu sehen. Und wer ist unser Licht, wenn nicht unser Herr Jesus Christus, der da selbst sagt von sich: Ich bin das Licht der Welt. Wer zu mir kommt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Er ist das ewige Licht, das Licht von Anbeginn. Dieses Licht möchte ich nochmals vorlesen im ersten Buch Mose. Da tritt das Licht in Erscheinung. Unser Herr, der Sohn Gottes, tritt in Erscheinung. Der ewige Sohn Gottes tritt in Erscheinung. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde wurde wüst und leer. Wüste und Nichtiges, öde und leere. Das ist dieser Augenblick, an dem der Teufel gesündigt hatte und der Herr Jesus Christus ihn auf die Erde verfrachtete. Wie er gesagt hat: Ich sah den Satan herunterstürzen auf die Erde. Weiter im Text. Und Finsternis war über der Tiefe, über dem Angesicht der Tiefe. Und der Geist Gottes Ruach Elohim. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, zitterte über dem Wasser, brütete über dem Wasser, über den Wassern, über dem Angesicht der Wasser. Amen. Und jetzt ab Vers 3 tritt der Herr, der Sohn Gottes, der Ewige, ins Erscheinen. Und Gott sprach. Ich will noch einen Einschub hier einführen. Das Wort Licht tritt hier fünfmal auf. Fünfmal. Der fünfte Buchstabe ist das Hey. Von Jod, Hey, Wav, Hey. Amen. Der Zahlenwert des Buchstabens Hey, des Gottesnamens Yahweh, hat den Zahlenwert 5. Amen. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Amen. Und Gott schied das Licht
und Gott schied das Licht von der Finsternis. Amen. Hier vollzieht Gott der Herr eine Trennung zwischen Licht und Finsternis. Denn wo Licht ist, kann Finsternis nicht bestehen. Es muss getrennt werden. So erkennen wir, dass seit dem ersten Schöpfungstag, als der Teufel gesündigt hat, denn der Teufel sündigt von Anfang an, dass es eine Trennung gibt zwischen Gut und Böse. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt keinen anderen Weg. Entweder gehörst du zu dem Guten, zu dem Herrn Jesus Christus, dann bist du auf der guten Seite, wie es hier heißt. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Entweder bist du gut oder du bist auf der bösen Seite. Damit meine ich nicht die Menschen, ich meine damit, dass es von Anfang an eine Trennung gibt, dass man das wissen muss zwischen Gut und Böse. Die Erkenntnis des Guten und Bösen zu unterscheiden ist wichtig. So wandle mit dem Herrn Jesus Christus und du bist auf der guten Seite und empfängst ewiges Leben für dich. Das dritte Mal, wo Gott jetzt hier das Licht ausspricht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Das Licht ist gut. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Amen. Das vierte Mal. Und jetzt kommt der fünfte. Das fünfte Mal, als Gott das Licht ausspricht. Und Gott nannte das Licht Tag. Und die Finsternis nannte er Nacht. Amen. Und es wurde Abend. Und es wurde Morgen. Ein Tag. So viel zu dem Licht. Und auch im Johannesevangelium finden wir gleich am Anfang die Aussage des Lichtes. Wer ist das Licht? Was ist das Licht? Ich lese nochmals vor ab Johannesevangelium Kapitel 1 ab Vers 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses, damit ist das Wort gemeint, war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Das heißt, alles wurde durch das Wort. Und ohne dasselbe, also ohne das Wort, wurde auch nicht eines, das geworden ist. Das bedeutet, ohne das Wort Gottes, der Herr Jesus Christus, wurde nichts erschaffen. Es wurde nichts erschaffen, was nicht der Herr erschaffen hat, der Sohn Gottes. Weiter im Text. In ihm war Leben. Jetzt wird das Wort personifiziert, in ihm. In ihm war Leben. Und jetzt kommt es. Wir reden hier nämlich von dem Licht. Und das Leben war das Licht. Und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Überwältigt. So viel zu dem Licht. Wir gehen zurück zum Text der Apostelgeschichte. Als der Kerkermeister Licht forderte. Er fordert Licht. Und wenn ein Mensch Licht fordert, so müssen wir ihm Licht geben durch das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist unser Licht und eine Leuchte vor unserem Weg. Amen. So müssen wir auch ein Beispiel, ein jeder nehme ein Beispiel an den Kerkermeister. Er fordert Licht, so fordere du auch Licht. Wenn du Licht brauchst, lies die Bibel und dir wird Licht scheinen in der Finsternis und du wirst nicht mehr blind sein, sondern sehen und erkennen den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes des Höchsten, der da ist das Wort Gottes, der da ist das Licht der Welt, der da ist das Brot des Lebens. Amen. Er aber forderte Licht und sprang hinein. Und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Amen. Der Kerkermeister fordert Licht, springt hinein. Das bedeutet, derjenige, der in der Finsternis wandelt, er muss erstmal Licht wollen. Es ist ein Drang, Licht zu sehen, dass man nicht mehr in der Finsternis ist. Und wenn man dieses Bedürfnis hat, dann muss man hineinspringen. Das heißt, man muss die Bibel lesen. Und dann fragen: Herr, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und jetzt wirst du die Antwort kriegen. Ab Vers 31. Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus. Yahweh Yeshua. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Vers 31. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Du und dein Haus. Amen. Ja, Amen. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm.
samt allen, die in seinem Haus waren. Amen. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen. Und alle die Seinen zugleich. Amen. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Amen. Ja, Amen. Vers 35. Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Rutenträger und sagten: Lass jene Menschen los. Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte: Die Hauptleute haben hergesandt, damit ihr losgelassen werdet. So geht denn jetzt hinaus und zieht hin in Frieden. Amen. Paulus aber sprach zu ihnen: Nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen, haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt stoßen sie uns heimlich aus? Nicht doch, sondern lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Die Rutenträger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten. Und sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Amen. Und sie kamen und redeten ihnen zu. Und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen möchten. Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu Lydia. Und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und zogen weg. Amen. Ja, Amen. Gepriesen seist du, Herr, Sohn Gottes des Höchsten, Jesus, der du uns rettest vor dem kommenden Zorn. Amen. Ja. Amen.